Ich möchte jetzt mal zeigen, wie man einen Pyramidenstumpf erzeugt mit einer regelmäßigen fünfeckigen Grundfläche, dort eine Stufe rausnimmt, von dem Ganzen ein Schrägbild erzeugt und außerdem die Abwicklung zum Papiermodell macht. Wir fangen damit Draft an. Wir erzeugen uns als erstes mal in der Draufsicht ein regelmäßiges Fünfeck, klicken also das Werkzeug an für Fünfeck, dann haben wir hier den Mittelpunkt. Den wählen wir aus und die Werte, die geben wir jetzt im Dialog ein, 5 und 5. Und von diesem Polygon erzeugen wir uns eine Kopie, Steuerung C, Steuerung V. Die Kopie nehmen wir her, ändern den Radius auf 3 und die Stelle auf die Höhe auf 10. Das merken wir, irgendwie haben wir den Punkt nicht ganz gefunden. Sind wir ein paar Mikrometer verschoben, ändern wir das nochmal um, bei dem anderen hier auch. So, jetzt ist alles exakt da. Wir haben diese beiden Figuren und gehen jetzt rüber in Part und erzeugen von diesen beiden Figuren, wie sie da stehen, einen Pyramidenstumpf. Da gibt es jetzt das Loft-Werkzeug. Da bekomme ich geradlinige Übergänge. Ich wähle die beiden Profile aus, erzeuge Volumenkörper, habe den Volumenkörper. Dann erzeuge ich für die Pyramide, für den Pyramidenstumpf jetzt ein Schnittobjekt, das ist ein Quader. Und den Quader, den bringe ich ein bisschen nach oben. Und dann stelle ich den mittig und schiebe den noch ein bisschen in die Pyramide rein. Jetzt können beide Objekte voneinander abgezogen werden und dann habe ich meine Stufe, blende dann die Skizzen für die Polygone aus. Die brauche ich nicht mehr. So, von dem Quader, von dem Pyramidenstumpf erzeuge ich mir gleich noch eine einfache Kopie. Die brauche ich für das Papiermodell. Ich möchte nicht mein Originalteil zerschneiden. Dann gehe ich zurück in die Draft Workbench und kann jetzt erstmal die ursprüngliche Figur ausblenden, sodass nur noch meine Kopie übrig bleibt. Die stufe ich nach unten. Jetzt habe ich eine ganze Menge Flächen da und jetzt möchte ich das alles abwickeln. Also, als erstes möchte ich mal diese Fläche, das ist die Fläche 1, an dieser Kante hier unten abwickeln. Fläche 1. Ich wähle dort die Kante aus und gehe dann in das Workfeatures Makro und sage Align to. Damit ist die Kante jetzt genau so gelegt, dass sie senkrecht zu meiner Kamera steht oder zu meiner Sicht steht. Ich gehe wieder auf meine Fläche 1 und sage Drehmedie. Ich habe mir nämlich gemerkt, hier war der Drehpunkt, hier liegt meine Fläche und dann kann ich die so weit drehen, dass die irgendwie passt. So, und jetzt wird die aber irgendwie nicht gefangen. Das heißt, ich müsste jetzt dieses Werkzeug aktivieren. War schon noch aktiv. Jetzt, wenn ich weit genug rausgehe, dann gibt es nur noch diese eine Möglichkeit und damit ist die Fläche ausgeklappt. Und jetzt geht es weiter. Das ist die Fläche 5. Das ist die Kante dazu. Auf die Kante ausrichten. Und Fläche drehen. Die ist schon vorgewählt. Das ist der Drehpunkt. Das ist der Schenkel. Jetzt ist irgendwo schief gegangen. Nochmal. Das ist die Fläche 5. Das ist die Kante. Ich richte nach der Kante aus. Ich mache mir hier einfach mal noch ein zweites Fenster auf, damit ich mich ein bisschen besser orientieren kann. Also diese Seite richte ich aus. Jetzt suche ich diese Fläche, möchte ich drehen. Gehe ich in dieses Fenster rein, drehe.
Drehpunkt. Das ist die Fläche und dann bringe ich diese nach unten. Gut, dann die nächste. Die nächste, die ich drehen möchte, ist die hier. Das ist die Fläche Face. Das ist die Kante dazu. Ich richte aus. Ich muss jetzt hier so hoch drehen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil das Fenster immer rüberspringt. So, also Face 4 war das. Ich drehe, wähle den Drehpunkt, wähle den ersten Schenkel und da stimmt irgendwas nicht. Also, ich wähle die Fläche aus, Face, ich habe die falsche Fläche gehabt, gehe in das Fenster rein, drehe. So, das ist der Drehpunkt, das ist der Schenkel und ich bin auf der Linie drauf. Gut, jetzt geht es weiter. Das nächste wäre die Fläche, Fläche 3. Das ist die Achse. Ausrichten. Drehung. Drehpunkt festlegen. Fläche auswählen. Und abwickeln. Gut, jetzt muss ich diese Flächen noch abwickeln. Und da ist es so, das kann ich am besten machen aus der Vorderansicht. Diesmal ist es ganz einfach. Das Problem, was ich habe, ist, dass hier unten diese beiden Flächen wie so Flügel vorstehen und mich irgendwie behindern werden. Die werden nämlich das Fangwerkzeug beeinflussen. Also nehme ich diese Fläche her und blende die aus und diese genauso ausblenden. Und jetzt habe ich genug Platz. Ich wechsle in dieses Fenster, wähle jetzt die Flächen aus. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, wird zwar nur die Kante ausgewählt, aber das ist gleichbedeutend mit der Fläche, weil die Kante mit der Fläche verbunden ist. Ich muss jetzt einfach nur sehen, dass ich alle Flächen in diesem Bogen erwische und dann drehe ich die von dem Punkt aus. Das ist mein Schenkel, den ich drehe und jetzt muss ich hier runter. Jetzt funktioniert das Fangwerkzeug aber erstmal nicht so richtig. Ich finde keinen Punkt. Dann schalte ich als Gitternetz als Fangwerkzeug ein und jetzt kann ich einfach auf den Punkt im Gitternetz ausrasten. Da ist das waagrecht. Gut, und das geht jetzt genauso noch zweimal weiter. Ich wähle die restlichen Flächen aus. Sauche drehen. Drehpunkt. Schenkel. Und einrasten auf der waagrechten. 1, 2 sind es jetzt noch. Drehen. Punkt. Senkrechte. Und runterklappen. Und hier haben wir das letzte, drehen, Drehpunkt. Und schon ist alles abgewickelt. So, jetzt muss ich die beiden Flächen noch einblenden. Und damit hätte ich schon mal eine Abwicklung da. Jetzt könnte man sagen, diese Abwicklung ist natürlich nicht so schön. Ich möchte gern, dass die Mandelfläche zusammenhängt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wähle die Draufsicht. Es ist immer wichtig, dass ich in der richtigen Ebene drehe, dass da nicht die Flächen irgendwo im Raum hängen. Und jetzt möchte ich gern dieses Teil drehen, auswählen, Drehpunkt festlegen. Jetzt kann ich das Gitter wieder ausschalten, das beeinflusst mich bloß ein bisschen. Ich will ja nur die Eckpunkte haben und ziehe die Eckpunkte aufeinander. Die müssten normalerweise auch alle passen. Drehen, Zentrum auswählen, Eckpunkt auswählen und der muss wieder passen. So, diese Fläche muss jetzt hier drüben ran, das heißt, eigentlich muss dieser Eckpunkt hier rüber, also werde ich das auswählen und jetzt erstmal verschieben und dann noch einmal drehen um diesen Punkt. So, und jetzt könnte ich dieses Teil hier drüben ran machen, das haben wir schon gesehen, wie das geht. Ich kann es aber genauso gut auch hier ranbringen, dann muss die Ecke wieder hier unten ran. Also auswählen, verschieben, wähle die Ecke und setze die Ecke hier drauf und als nächstes auswählen und drehen und ich nehme die Ecke, die angeklebt werden kann. Hoppla, erst muss ich noch immer das
Drehzentrum auswählen, drehen, Drehzentrum, Schenkel und einmal herumgedreht und dann wieder genau angepasst. Und damit habe ich die Abwicklung jetzt in dieser Form. So, was mache ich noch? Ich habe jetzt hier nochmal meinen Körper. Und dann gibt es ein Makro, das muss man sich einfach laden dazu, Kabinett. Wenn ich den Körper ausgewählt habe, drücke ich hier drauf und dann erscheint ein Schrägbild. Den Körper blende ich wieder aus. Das sind jetzt zwei Linienzüge, die das Schrägbild darstellen. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, diese beiden Linienzüge nehme ich und schiebe die einfach irgendwo hin, wo es für meinen Ausdruck passt. Und wenn ich so will, könnte ich jetzt einfach nochmal hergehen und könnte ein Rechteck zeichnen. Und dann schicke ich alles auf den Drucker und bin fertig.